Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zum Motorsportmanager. Der große Preis von, habe ich vergessen, wo, findet gerade statt. Moment, irgendwo muss es doch stehen. Nein. Moment, da sieht man den Sprit ja auch. 20 und 21. Nun gut, weiter zur Startaufstellung. Wir starten heute ausnahmsweise mal ganz weit hinten. Aus dem einfachen Grund, da wir das Qualifying dank den Wetterverhältnissen komplett verhauen haben. Naja, Schwamm drüber, passiert schon mal. Los geht's. 15 und 16, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Rodriguez kommt gut weg. Und Triviero lässt sich mal wieder überholen. So, Rodriguez, zeig uns mal, was du drauf hast. Und fahr einfach an denen vorbei. Ich erlaube es dir. Magst du nicht, oder? Es wäre lustig, wenn es hier noch zum Regnen anfangen würde während des Rennens. Triviero, was machst du da für ein Quatsch? Na komm, Rodriguez. Tarn kann nichts. Sehr schön vorbeigezogen. Der Wolf kannst du auch noch packen. Der Wolf und der Graf hatten auch kein besonders gutes Qualifying. Das Problem ist, solange wir hier im Verfolgerfeld feststecken, kommen wir auch nicht wirklich voran. So, das war der Wolf. Und wir geben mal Vollgas. Navarro ist der Nächste, der überholt wird. Da hatten wir nicht genug Endgeschwindigkeit beim Herauskommen. So, reduzieren wir schon mal den Spriteinsatz. Und Rodriguez mittlerweile auf der 11. Komm, reduzieren wir auch mal den Reifeneinsatz. Rodriguez auf der 10. Direkt hinter de Graaf. Ja, die schonen alle ihre Autos. Machen wir es ihnen gleich. Oh, Hamilton. Lass uns durch. Oh ja, Hamilton kann nichts. Na komm, nimm mal die Reifen etwas härter ran. Damit wir zumindest ins Sponsorenziel reinrutschen. Und wir behalten nach wie vor das Wetter im Auge. Hier bilden sich schon langsam Wolken. Mal gucken, dass es am Ende auch so aussieht. So, und an Hamilton vorbeigezogen. Sehr schön. De Graaf probiert, Sylvander anzugreifen. Und er überholt ihn. Rodriguez, komm schon, bleib an De Graaf dran. Ja. Wenn man außen überholt, dann wird es ab und zu mal ein bisschen knapp. Und ich weiß, ich nehme seine Reifen gerade ein bisschen hart ran. Gut, wir sind immer noch an de Graaf dran. Und Triviero ist auf 14 vorgefahren. Becker nur auf Platz 15. Konnte das nur passieren? Woodford, Mikhailovic, Nightingale und Costa ganz vorne. Das sind auch relativ selten gesehene Namen davor. Alle Top-Teams haben so gesehen ihr Qualifying verpatzt. Während die Außenseiter, sag ich mal, doch weiter vorne mitfahren können. Rodriguez immer noch am Spitzenfeld dran. Oh, der Graf mittlerweile vor Gonzales. Oh, der Wolf hat einen Unfall. Virtuelle Safety Car bringt uns nichts. Da brauchen wir auch nicht pausieren. So ein virtuelles Safety Car ist ja aber auch ein Quatsch, ne? Das läuft zu 5-6 Sekunden. Und dann ist es auch wieder vorbei. Ein richtiges Safety Car wäre schön, aber das haben wir ja leider in dieser Liga nicht.
Riviero fällt auf die 14 zurück. Wetter bleibt sonnig. Ja, Mikhailovic und Woodford haben ihre Reifen schon extremst runtergefahren. Das Problem ist, die sind ja so auch schon weit vorne. Und Rodriguez greift mittlerweile De Graaf an. Vielleicht sollten wir das erlauben. Na komm schon. Allzu lange kann man es nicht machen. Du musst innen überholen, nicht außen. So, das ist die Stadtzielgerade. Und Rodriguez. De Graaf ist einfach viel zu guter Fahrer. Der weiß, wie man da dicht macht. Ah, Treviro konnte jemanden überholen. Das freut mich für ihn. Boxenphase hat begonnen, wie es aussieht. Damit kämpft Rodriguez jetzt mittlerweile mit De Graaf um Platz 4. Na gut, Riviero wird vor Rodriguez stoppen müssen. Noch 24 Runden zu fahren. Dass Costa so dicht rankommt, gefällt mir gar nicht. Aber immerhin Punkte für uns. Momentan. Woodford nur auf der 7. Bedeutet, er ist noch sehr dicht hinter uns. So, Nightingale jetzt an der Box. Ich glaube, Treviro wird jetzt auch mal langsam reinkommen müssen. Die Frage ist, auf was? Wir haben jetzt zwei kurze Stops. Ja, zweimal kurz stoppen. Dann holen wir uns eventuell nochmal frische Reifen. Mach mal. Ach, De Graaf. Ja, diesmal ist es ein etwas spannenderes Rennen als sonst. Wunderbar. So, Treviro. Der hat doch jetzt Probleme beim Sprit. Nein. Also wir haben jetzt genug Sprit bis zum Ende. Da wir die Reifen mal kurz hart rannehmen, aus dem einfachen Grund, weil wir noch mal kurz für schnellere Reifen reinkommen werden. Und Rodriguez auf der 1. Da müssen wir wirklich sehr kurz stoppen. So lange stoppen möchte ich da wirklich nicht. Genau, nimm die Reifen nochmal richtig hart ran. Ich glaube, mit dieser Zwei-Box-Strategie verschenke ich hier eine ganze Menge Potenzial für Punkte. Naja, zumindest können wir so die Reifen härter rannehmen. Und wir haben De Graaf wieder vor uns. Also haben wir quasi nichts verloren. Vor allem, weil De Graaf jetzt hier auf der härteren Mischung fährt. Das sollte uns eigentlich einen Schlupfwinkel bieten. De Graaf ist einfach ein guter Fahrer, von daher. Es wäre schön, wenn die anderen nochmal rein müssten.
Wenn Rodriguez jetzt nochmal die schnellste Runde angreifen könnte, erlauben wir es ihm mal kurz. Er muss ja eh nochmal stoppen. Nun gut. Rodriguez jetzt wieder auf der 9. Direkt hinter González. Na gut, wenn das mit der schnellsten Runde jetzt nicht klappt, wir das Ganze nochmal abbrechen. Sektor 1. Der Frontspoiler. Ich sehe schon. Na komm, Spallensprit ein. Wir haben ja schon einen Reifenvorteil, den wir ausnutzen müssen. Triviero kommt auch nicht wirklich näher ran. Ja, ich weiß, dass die 0, nichts verschleißen, aber du musst jetzt pushen, damit du weiter nach vorne kommst, damit sich noch ein Boxenstopp für dich lohnt. Mehr ist das nicht. Wow, Becker war immer noch nicht drin. Krass. Genauso wie Tarn. Und über De Wolf reden wir nicht. Der ist nämlich ausgeschieden. So. Wow. Jetzt schon Regenreifen? Danke, Sylvander, für die vorzeitige Warnung. So, holen jetzt alle Regenreifen. Das ist interessant. Solange es nicht nass ist, brauchen wir auch keine Regenreifen holen. Da können wir nämlich noch massiv Zeit herausfahren. Es ist immer noch trocken. Tja, die alle, die jetzt auf Wetz gegangen sind, die haben natürlich ihr Rennen weggeschmissen, weil die Zeit ohne Ende verlieren. Sollten wir eventuell schon Treviro reinholen? Alle anderen fahren ja auch schon noch vorbei an der Box. Ja, ist gut. Nein, Intermediates gibt's nicht. Der Treviro ist auch schon über die Linie. Nun gut, jetzt holen alle Regenreifen, oder? Außer Woodward eventuell. Na komm, wir holen weg. Tanken die restlichen Liter noch rein. Und go. Ja, bei Treviro müsste es sich auch noch ausgehen. Sprit hat er noch mehr als genug. Dafür reparieren wir die Nase. Und weiter. Ja, Woodwards Reifen sind durch. Und er bleibt noch draußen. Viele bleiben noch draußen. Nun, wenn es schlagartig regnerisch wird, dann verlieren die da vorne. Sieht es ja nur nass. Da kann man ja eigentlich noch schneller fahren als mit den Wets. So, Woodward jetzt an der Box. Mikhailovic und González ebenfalls. Und Rodriguez übernimmt damit den ersten Platz. Sehr gut. Ja.
Lief doch wie gebuttert. Ja, die nehmen alle ihre Regenreifen hart dran. Werden die eventuell nochmal auf Inters wechseln? Wir wissen es nicht. Jetzt müssen wir eigentlich die Zeiten von Rodriguez im Auge behalten. Wie Woodward und Nightingale hinter ihm dranhängen. 5-6, 5-5. Nun gut. Da haben wir mal ausnahmsweise richtig geschaltet. Nach dem vermurksten Qualifying steht uns ein Sieg aber auch sowas von zu. Wie viele Runden waren es noch? Habe ich gerade nicht lesen können, weil ich da nicht hingeschaut habe. Aber ein bisschen Gas geben kann er noch. Ja, ich weiß, Rodriguez. Frage ist, werden die anderen jetzt noch auf Inters wechseln? Ist wahrscheinlich nicht. Die werden versuchen, auf ihren Reifen durchzufahren. Und dann, Rodriguez, gib mal ein bisschen Gummi. Es soll ja schließlich nichts mehr anbrennen. Noch 5 Runden. Alles klar, da kann man wirklich ein bisschen Gas geben. Und eventuell auch die Reifen etwas härter rannehmen. Ja, mit etwas Glück kommt Riviero noch auf Platz 5, aber ich bezweifle es. So, und langsam wird es trockener auf der Strecke. Vier Runden zu fahren. Das ist immer noch tropfnass. Nun gut. Also dann schonen wir mal wieder ein bisschen was. Ja, Treviro, halt einfach durch. Es wäre jetzt so krass, wenn die in der vorletzten Runde nochmal an die Box kommen würden. Dass Treviro sich nochmal vorbeischleichen könnte. Jetzt könnte es gleich nochmal Intermediates Time werden. Ich bezweifle, dass das so hinhaut. Die Reifen von Treviro auf 50% runter, damit kommt er noch locker durch. Und Rodriguez ist unaufhaltsam vorne. Noch 2 Runden und es ist immer noch tropfnass. Nass. So, jetzt ist die Frage, kommt da jemand für Inters rein? Nö, sieht nicht danach aus. Wobei, Sylvander hat seine Reifen ja komplett ruiniert. Genauso wie Tarn und Hamilton und Becker. Denen ihren Reifen geht nicht mehr viel. So, letzte Runde. Treviro, Angriff. Entweder geht dein Auto jetzt kaputt oder du holst dir noch ein, zwei Plätze. Na komm, nehmen wir dafür Treviro mal ins Auge. Der hier langsam aufschließt. Aber, guck mal, er hat alle vor sich. Einfach nur vorbeiziehen, aber das wird nichts mehr. Nein. Da fehlt Treviro leider die Puste. Aber ein klasse Sieg von Rodriguez. Sehr schön. Natürlich ist dieser Sieg durch den Wetterwechsel erst möglich geworden, aber hey. Ich beschwere mich da nicht. Ein weiterer wichtiger Sieg. Weitere 8 Punkte auf unser Konto. Nun, dann schauen wir uns mal den Punktestand an. Vielleicht wird ja noch jemand disqualifiziert. Wer weiß das schon. Ja, Woodward. Der hat bis jetzt noch nicht viele Punkte. Wo ist dieser... Ach, der ist sogar... Nee, das ist das aktuelle Rennen.
Leider keine Zurückversetzung und nur einer, der überrundet wurde. 14 Blitze nach vorne und Riviero 8 Blitze nach vorne. Das ist ja auch schon was Tolles. Schöner Sieg für uns. Also, Woodford. 12 Punkte. Ja, so oft war der noch nicht in den Punkten. Das sieht man direkt, wenn die üblichen nicht punkten. Dann kann Raphael sogar noch Fahrerweltmeister werden. Ich glaub's gleich. Wenn sich Triviero nochmal zusammenreißen würde und ab und zu mal einen Punkt holen würde, dann könnten wir sogar noch Teammeister werden. Langsam bekomme ich es hier mit der Angst zu tun. Das Becker muss sich langsam anstrengen. Aufsteigen. Das wäre zwar schön, aber wollen wir das? Ich würde behaupten, wir bräuchten noch eine Saison. Guck mal, wie hier die ganzen Balken bei Triviero anwachsen. Konzentration braucht aber deutlich mehr. Ja. Weiter. 200.000 verdient. Besser als gar nichts. Damit könnten wir uns dann eventuell nochmal eine weitere Bremse holen. Yep, Rodriguez Rennsieger. Wenn sich hier die Punkteverteilung ansieht, hat Rodriguez 3 Siege. Mhm. Becker hat 5 Siege. Ja, das mit der Pole Position und den schnellsten Runden. Das ist echt krass, was da an Punkten ausmacht. HQ wird noch gebaut. Moment, reparieren wir noch das Auto. Wagen. Teileverbesserung. So, dann kommen die 80% Teile hier raus. Genau, die beiden Frontflügel werden noch gemacht. Beiden Aufhängungen könnte man noch mit reinnehmen. Aber jetzt sind hier die Punkte in der Leistung erstmal deutlich wichtiger. So. Triebe auf dem 4. Platz. Bremse auf dem 7. Die kommt ja auch gleich hoch. Ja, unser Frontspoiler ist eigentlich noch relativ gut dabei. Was haben wir da nochmal? Heckspoiler, oder? Ja. Und lange Trainings. Da werde ich meine ganzen 3 Stimmen einsetzen. Naja, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.